die Sonnenköniginnen. Das Feuerritual, bei dem die Königin ihre Nachfolgerin bestimmt. Die auserwählte Priesterin betritt das Kloster. Sie erhält deine Macht und sie wird die neue Königin. Moment mal. Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Gefäße. Es ist doch nicht die Macht, die sie übertragen. Es ist eine Seele. All diese Königinnen, sie waren... Du, Himiko. Erste und letzte. Oh Gott. Und jetzt willst du Sam. Aber du kriegst sie nicht. Also wie ich schon fast vermutet habe, die Gefäße sind die Körper einer Nachfolgerin. Ein Gefäß für die Seele der Königin. Genau. Ich muss diesem Wahnsinn ein Ende bereiten. Jo, das tun wir. Und da bin ich gekommen. Ja. Dann schaue ich mich jetzt hier noch ein bisschen drinnen um. Gucken, ob wir hier noch was finden. Hier ist was offen. Ein Buch. Ich habe keine Wahl mehr. Mein Schicksal wartet. Heute Nacht steige ich die Stufen zur Kammer der Sonne empor. Aber ich werde mich dem Ritual nicht fügen. Ich werde nicht Königin. Niemand wird glauben, was mir nun als Wahrheit bewusst ist. In der Sonnenkönigin wohnt etwas so Böses, dass es die Vorstellungskraft sprengt. Und dieses Böse will mehr als nur die Ländereien und Meere von Yamatai. Dieser Wahnsinn muss enden. Also gehe ich in die Kammer, bewaffnet mit dem gestohlenen Dolch des Generals der Sturmwache. Wenn er mein Tun durchschaut, wird es schon zu spät sein. Für Yamatai und alle Priesterinnen, die mir folgen würden, muss ich sterben. Oh je, da war nochmal die Hoshi. Irgendwelche Bilder an der Wand. Nix mehr, glaube ich. Jo, dann müssen wir mal hier durch. Hilft nix. Irgendwie wird die gerade langsamer. Erschöpft oder was? Oder die Luft zu dünn. Habe ich hier irgendwas übersehen? Der Flur kommt mir so lang vor und nichts kommt. Gerade ein bisschen Angst gekriegt. Da ist noch. Oh, guck mal hier, jetzt kein Zurück mehr. Nach diesem Lager ist Schnellreise für Lara nicht mehr möglich. Jo, das ist das, was mir auch noch der Beppo gesagt hat. Jetzt kann ich zurückreisen. Und das werde ich, glaube ich, auch mal machen, weil ich ja dieses eine Grab blöderweise verpeilt habe. Jo. Ich glaube, das machen wir in dieser Folge. Muss ich nur wissen, wie hieß das jetzt? Bergdorf oder sowas? Oh mein Gott, wenn ich jetzt wüsste, wo das war. Das muss ich mir erstmal merken. Heilige Passage, Schrein an der Schlucht. So, damit ich wieder zurück finde. Dorfausblick, Bergdorf. Dorf. Auch Bergdorf. Na toll. Bergtempel? Nee. Wenn dann. Das dann, ne? Oder das? Nee, ich glaube auf dem einen Bild, das da ist das Lager, ne? Wo ich den Rostar zurückgelassen habe. Ich glaube, das nehme ich mal. Ja, möchte ich. So, wie gesagt, wenn es euch jetzt zu langweilig ist, ich möchte dieses eine Grab noch erforschen. In dieser Folge werde ich dieses Grab erforschen. Ja. Wenn ihr das nicht sehen wollt, dann einfach abwarten. Morgen gibt es die nächste Folge. Klatsche ich für euch raus. Aber ich für mich persönlich wollte das Grab jetzt hier noch auf jeden Fall erledigt haben.
Ich glaube, dann habe ich so alle Gräber, die man so als nicht, wie heißt das, DLC-Player, habe ich dann durch. Weil ich gehört habe, dass es halt auch Gräber gibt, die man sich runterladen kann oder so. Jetzt muss ich erstmal, wie kam ich denn jetzt dahin? Boah, ich hoffe auch so, dass jetzt hier nicht irgendwo Gegner sind oder Wölfe, ey. Dass die respawnen, wisst ihr, wie ich meine? Weil das habe ich ja jetzt ja eigentlich alles schon durch. Auch wenn ich gerade keinen Plan habe von, wo ich bin. Ich muss irgendwo... Das war ja am Wasser. Da muss ich ja auch zum Wasser hin. Ich glaube, da war ich falsch. Da ist Wasser. Komm, ich gehe jetzt den Weg, den ich auch ganz am Anfang... Ich bin ja hier so hochgeklettert. Ich versuche mich gerade zu erinnern. Oh, was ist das? Oh, hier sind doch noch irgendwo Feinde. Oh. Dieser Penner gerade so fröhlich gepfiffen, ey. Ist das nicht der Wasserfall? Ich glaube, ich muss noch höher. Oh Mann, jetzt finde ich das nicht. Pass auf. Ey. Da. Voll hohl eigentlich, ne? Wie ich sowas verpassen konnte. Sowas Eindeutiges da. So ein Geocache. Yay! Ich darf nochmal ein Grab machen. So Rätselsachen habe ich immer am meisten geliebt bei Tomb Raider. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich die Grafik total cool finde. Ich meine, ich habe es ja jetzt schon... ich spiele ja nicht auf Ultra hochauflösend. Ne? Sowas brauche ich persönlich nicht. Und wenn ihr das sehen wollt, dann müsst ihr auch zu anderen Let's Playern gehen. Also mir reicht das hier. Das ist ungefähr die Auflösung hier 720 von der PlayStation. Und selbst da finde ich das schon mega geil. Hm. Vergoldete Figuren. Diener der Sonnenkönigin. Opfer. Mord. Es gibt keine Berichte über derartige Rituale im alten Yamatai. Außer sie wurden aus allen Unterlagen entfernt. Grab der Unwürdige. Jo. Die labert jetzt wahrscheinlich sogar unzusammenhängend, ne? Weil das ja alles schon passiert ist quasi. Das Feuer. Ah, jetzt klingelt das Telefon. Einen Augenblick, bitte. Jo, das war nochmal der Beppo, der wollte nur wissen, ob ich jetzt gerade die Stelle geschafft habe. Ja. Wenn du dir das hier anguckst, wirst du jetzt wissen, dass ich es geschafft habe. Soll ich die Leichen jetzt hier anzünden, oder was? Dann fliege ich nach oben mit dem ganzen Ding. Machen wir das doch mal. Komm. Hallo? Ey. Mach doch mal. Mach doch mal das, was ich dir sage. So, jetzt fliege ich nach ganz oben, oder? Hä? Ey, rein logisch gesehen müsste ich doch jetzt nach ganz oben, weil vorher hatte ich doch mehr Gewicht. Geht das jetzt nach oben? Hä, willst du mich verarschen? Jetzt hängt doch gar nichts mehr an dem Ding. Jetzt müsste es doch eigentlich nach oben gehen. Warte mal, ich schub's mal das Ding hier runter. Vielleicht hat das ja irgendwas damit zu tun. Ja, jetzt geht's hoch. Toll. Uah. Ich bin mit.
geht's ja schon. Nee. Also das verstehe ich jetzt nicht. Ich müsste doch jetzt wieder runtergehen. Naja. Ich hänge zu viel Gewicht von dieser anderen Kiste dran. Ich habe keine Ahnung. So. Wie war's das jetzt? Das könnte zu Ehren ihrer Priesterin gebaut worden. So einfach das Grab. Och nö. Dafür bin ich jetzt zurückgekommen. Jetzt kriege ich wieder nur so eine alberne Landkarte hier. Ich dachte, das wäre etwas aufwendiger, aber okay. Wäre ja, glaube ich, auch unser erstes Grab gewesen. Ja, toll. Das war's dann schon. Jetzt laufen wir schnell wieder zurück. Ja. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass das so schnell schon fertig ist. Karte aktualisieren. Ja, nee, ist mir wurscht. Mir geht's nur um das Erlebnis, dass ich das halt mal erlebt habe. Nicht um das Bonus. Um das, den Bonus. Hör auf zu pfeifen, Junge. Du machst mich krank. Oh. Ja, jetzt noch auf dem letzten Weg sterben. Das wär's auch. Die läuft so geduckt, ey. Ich hab Panik. Oh, das ist ein bisschen hoch, ne? Komm, ich geh wieder durchs Wasser. Alles voll. Kann ich auch nicht mal Munition mitnehmen. Sauerei. Ja. Oh. Komm, schnell weg hier. Das Buch kenne ich schon. Ach, guck mal. Mach ich aber. Mach ich, glaube ich, später. So. Ganz einfach. Einfach das letzte nehmen. Hätte ich mir gar nicht merken brauchen. So. Und da sind wir wieder zurück. Hier kann ich jetzt auch den Fähigkeitenpunkt einsetzen. Da hatte ich alles voll. Da habe ich noch drei, da habe ich noch zwei. Mache ich doch hier was, oder? Tierkadavertiere kommen mir, glaube ich, nicht mehr über den Weg. Alle Grabeingänge und Schatzkarten sind nun auf ihrer Karte verzeichnet. Brauche ich nicht. Was hier? Bogenexperte benutzen die Pfeile im Nahkampf für zusätzliche Belohnung. Da kommen ja diese Kopfschussdinger. Nutzen Sie Ihr Gewehr auf kurze Distanz, um Gegner gnadenlos auszuschalten. Und feuern Sie in kurzer Distanz mit der Schrotflinte. Habe ich in letzter Zeit viel benutzt. Dann nehmen wir das. So. Haben wir den auch eingesetzt. Eine Satsuma-Porzellanvase. Wahrscheinlich frühe Edo-Periode. Mit ihren Perioden, ey. Ist sie bald mal fertig mit dem Zeugs? Ja, aber irgendwie hat keine Vase was gehabt. Kann das sein? Oder habe ich nicht genug gesucht?